Ja, hallo liebe Waldgenossen, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Ich bin heute in Niedersachsen unterwegs und wir jagen heute auf Rotwild. Beziehungsweise ich habe freigekriegt Spießer sowie Rothirsche bis zum Achter. Böcke habe ich freigekriegt und Sauen natürlich. Nicht führende Sauen, das heißt Überläufer, die nicht führen, sowie Frischlinge. Ja, dabei habe ich wieder meine Hunde. Aaron und Rollo unterstützen mich heute. Und dann gucken wir mal weiter. Ich melde mich später wieder. Horido, Weidmannsheil.
Ja, liebe Waldgenossen, also der Ansitz ist jetzt zu Ende. Es ist zu dunkel geworden hier im Wald direkt. Wir haben ja überall hier Fichtenwald und Kiefernwald und Buche unterbaut. Also hier in Niedersachsen auf jeden Fall, hier im Landesforst, wo ich heute gejagt habe. Und von daher ist es jetzt 10 nach 9 und da ist es schon so dunkel, da kannst du nichts mehr ansprechen. Ja, also eigentlich war ziemlich still heute. Den einzigen Anblick, den ich hatte, das war ein Jährling, der kam hinter mir raus. Allerdings 10 Meter hinter mir. Und ich hätte seitlich nach hinten schießen müssen, da hätte ich keinen guten Schuss antragen können. Und da lasse ich das Stück dann auch lieber ziehen, wenn ich das nicht hundertprozentig erlegen kann. Und einen schlechten Schuss riskiere ich auf gar keinen Fall. Ja, nun kommt gleich der gesellige Teil. Wir grillen eine Runde und trinken ein, zwei Bierchen. Ich habe mir von guten Kollegen einen T5-Bus ausgeliehen und habe da eine Matratze reingepackt. Ich kann da einmal reinfilmen. Das wird unser Lager für die Nacht sein. Hunde liegen schon drinnen und fressen eine Runde. Ja, noch ein bisschen aufräumen und dann läuft die Nummer, ne? Ja. Also meine Lieben, vielen Dank fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, es ist halt so, nicht jeder Jagdtag ist auch ein Tag, wo man Beute macht. Von daher in diesem Sinne, Weidmannsheil, Horido. Und bis zum nächsten Mal. Wir zwei hatten schon Ewigkeiten nicht mehr das Vergnügen, uns in vertrauter Zweisamkeit der Geselligkeit zu fügen. Doch wenn ich uns hier so sehe, nach all den vielen Tagen, dann überkommt mich das Bedürfnis, in Gemeinschaft heut zu jagen. Horido, Horido, möge uns für alle Zeiten diese Leidenschaft begleiten. Horido.